Jo, liebe Freunde, es ist mal wieder an der Zeit für Super Mario Maker 2. Oh, hallo Bowser, was willst du denn von mir? Puh, er ist weg. Ich bin noch mal in Sicherheit. Joa, und den Level hier im Titelbildschirm, den dürft ihr eigentlich noch gar nicht sehen. An dem hab ich nämlich in den letzten Stunden gearbeitet. Der ist aber für einen Contest und da vorher nicht veröffentlicht werden und deshalb ist es auch gut, dass ich da jetzt krepiert bin, sonst seht ihr zu viel davon. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich könnte euch doch mal die Level zeigen später, die ich zwar gebaut, aber aus irgendeinem Grund nicht vollendet oder zumindest vollendet und nicht hochgeladen habe und euch somit exklusive Einblicke geben. Ich behaupte ja immer, der Switch Palace, der ist mein erster Level. Pustekuchen. Vor dem Switch Palace habe ich nämlich schon Deep in Abyss gebaut. Ein Level, der auf der Anime-Serie Made in Abyss basiert. Den hatte ich auch tatsächlich damals schon mal hochgeladen. Das war ein oder zwei Tage nach Release des Spiels. Aber Hand aufs Herz, der Level ist scheiße. Und deshalb habe ich ihn dann auch irgendwann wieder gelöscht. Und deshalb ist der Switch Palace tatsächlich mein ältester Level, der online steht. Aber was war denn an Deep in Abyss so schlecht? Na, schauen wir uns ihn doch einfach mal an. Am 27. Juni 2019 habe ich den gebaut. Das ist jetzt fast recht genau ein Jahr her. Und ich muss das Ziel als Super Mario erreichen. Uhahaha. Das ging schon mal schief. Dankeschön. Dankeschön. Ups. Am besten räumen wir hier jetzt erstmal auf. Moment. Ist in dem Fragezeichen eigentlich was, was ich will? Sache, da ist der Pilz, den ich haben will. Der war aber fies versteckt. Hui, hui, hui. Und sowas fand Krampf ich damals noch gut. Der Cooper ist respawned. Ich würde jetzt gerne respawnen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich irgendwann später nochmal einen anderen Pilz kriegen würde oder ob ich wirklich genau diesen Pilz brauche. Gut. Die Gegner werden aufgeräumt. Ach, so war das. Und der Koopa ist wieder weg. Upsala, dupsala. Koopa ist immer noch weg. Und genau deshalb, also nicht nur deshalb, aber unter anderem kommt er jetzt nicht wieder. Na, dann vertrauen wir mal darauf, dass es unten in den tieferen Schichten noch andere Pilze gibt. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so ganz sicher. Und das wäre dann selbstverfreilich doof.
Also zumindest den Pilz hab ich rausgeholt. Hahaho! Nun gut. Nein, also der Level ist Murks. Ich zeig euch noch kurz im Editor, wie es weiter ausgesehen hätte. Also, eine rote Münze. Noch eine rote Münze und dann hätte ich da hopsti-dopsti-dops sicher rückhüpfen müssen, weil dann wär da oben. Was ist da drin? Tatsache, da hätte ich einen neuen Pilz gekriegt oder falls ich den alten sogar behalte, hätte ich sogar eine Feder bekommen. Schön. Dann wär's da runtergegangen, da hätte ich eine weitere rote Münze gefunden. Was ist da drin? Ach, nur ein Leben. Da ist nichts Besonderes. Und dann hätte ich an diesem Riesenkugel-Willi vorbeigemusst auf die Plattform und runter und schwupps und kurz umsteigen. Die Mechanik habe ich ja in Laputa recycelt. Und dann gibt's Freiflug hier rüber. Wo führt die Tür hin? Wo ist da das Gegenstück? Ich glaube, irgendwo unter dem Meer irgendwo? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, der Level ist doof. Und was habe ich noch alles Unveröffentlichtes im Speicherbot? Switch Palace habe ich veröffentlicht, Leid von Eis und Feuer auch. Und Kräutergarten auch und Blattlausgraus, Bohnenranke, Folge der Schildkröte und Laputa. Das bildet Super Chico World. Und das ist noch eine alte Version von Folge der Schildkröte, mit die ich dann nochmal geringfügig überarbeitet habe. Das heißt, die alte Version könnte ich theoretisch löschen. Weil das ist die aktuelle. Gut, Bowser's Zoo kennt ihr, Münchhausen kennt ihr, Haus der vielen Wege kennt ihr auch. Allerdings, Haus der vielen Wege ist auch eine Zweitversion. Die erste Variante, die ich eigentlich machen wollte, das war das House of Pipes. Und das ist gar nicht zu Ende gebaut, weil da bin ich auf ein Problem gestoßen. Schauen wir doch mal rein. Im Gegensatz zu den größeren Räumen, durch die man Dingsbums im Haus der vielen Wege hüpfen muss, passt hier jedes Rätsel auf einen Bildschirm. Von dieser Röhre zeigt der Pfeil weg und hier zeigen die Pfeile rein. Also, das ist noch einfach. Gut, rechts ein Pilz. Links ein Gumba. Ich glaube, dann will ich nach rechts. Jo. Die rechte Röhre, die spuckt Gumbas aus, die linke spuckt Münzen aus. Macht Sinn.
Jetzt gibt's das fröhliche in den Wuhkreisel reinhüpfen. Upsala. Und dann geht's einfach weiter. Gut. In der linken Fragezeichenbox sind Münzen, in der rechten ist ein Juhu. Und außerdem sind es... Wie war das jetzt gemeint? Ich gehe mal in die rote Röhre. Ein Skelettfisch, ein Buhu, ein Leben, ein Knochentropfen. Aber nur eine Tür, komischerweise. Aber jetzt sind es Mistviecher. Jetzt sind es vier. Ich glaube, das war die dritte mit dem Extraleben. Gut. Aber ich glaube, hier komme ich jetzt in überhaupt keine Röhre mehr rein. Genau. Ah doch, in eine komme ich noch rein. Und lande im Tod. Gut, aber dass ich da jetzt in die anderen Röhren nicht reingekommen bin, liegt an einem Problemchen. Nämlich, dass es ein Limit für durchschlüpfbare Röhren gibt. Man kann, ich weiß jetzt gar nicht, was die genaue Anzahl war, 10 oder so. Ich nagel mich auf keine genaue Zahl fest. Aber die Zahl der Röhren, durch die man durchschlüpfen kann pro Level, ist limitiert. Und deshalb musste ich den Level an dieser Stelle abbrechen. Deshalb habe ich ihn nicht weitergebaut. Und stattdessen habe ich dann halt die Grundidee im Haus der vielen Wege verwurstet. Und eben weniger Entscheidungen und dafür größere Zwischenräume gebaut. Gut. Einen habe ich jetzt mal überscrollt, wie gesagt, den dürft ihr noch nicht kennen. Aber dann gibt's Bowser's Factory. Der ist auch nicht vollendet. Ich glaube, der ist nur mal grob so ein bisschen angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich da jetzt kommen werde. Sehr weit nicht. Aber der basiert auf Förderbändern und... darauf, dass ich runterfalle, auf Förderbändern und Aufzügen und soll eine Art Koopa-Fabrik sein. Ups. Langsam verstehe ich, was ich hier von euch wollte oder gewollt hätte. Also, das wäre auch wieder so ein Level der Sorte ultra fies geworden. Aber ich will noch gucken, wie weit der Level überhaupt noch gehen würde. Okay. Upsala. Super, ich hätte rechtzeitig absteigen müssen. Na gut, na gut. Ist da unten, da ist eine neue. Ja, die Mechanik. Ich in Grundzügen im Switch Palace recycelt. Aber
jetzt habe ich mich gerade gesoftlockt und ich hatte dann, glaub ich, keine so wirkliche Lust, mir dafür eine Lösung zu überlegen. Und deshalb habe ich Bowser's Factory ad acta gelegt und stattdessen den Switch Palace gebaut, weil ich glaube, Bowser's Factory habe ich sogar noch vor dem Switch Palace angefangen. Ne? Kann man doch am Datum sehen, 27.06. Und der Switch Palace war auch 27.06. Das kommt hin. Gut. Dann gibt's die Goomba Gardens und das ist ausnahmsweise mal 3D-World-Stil anstatt Super Mario World-Stil. Da hatte ich mal vor, einen Casual-Level zu bauen, der auch sehr einfach ist und so einen neumodischen Game-Style nutzt. Der Level ist auch tatsächlich leicht und gut spielbar, aber mir gefällt er einfach nicht und deshalb hab ich ihn. Nicht hochgeladen. Das war's schon. Also, totaler Schrott, dieser Level. Werde ich nicht hochladen. Und dann gibt's noch Balla Balla in zwei Versionen. Die sind aber beide noch nicht so wirklich ausgereift. Gucken wir uns doch mal an. Dancing on the Ball. Wir werden jetzt also auf einem Ball tanzen. Joa. Der Level basiert auf dem Koopaling, der immer Bälle schmeißt. Und da wollte ich eine neue Idee draus machen. Funktioniert so ähnlich wie in Folge der Schildkröte. Kriegt ich mal den Pilz. Upsala. Der ist nämlich nicht zum Besiegen da, sondern lass nochmal einen Ball spawnen. Danke. Denn das Problemchen ist, dass wir den Ball durch den ganzen Level mitnehmen müssen. Und den P-Switch hätte ich da auch mitnehmen müssen. Und außerdem war ich sowieso zu schnell und habe den Ball aus den Augen verloren und deshalb ist er despawned. Ja gut. Lieber Koopaling, krieg ich einen Ball? Dankeschön. Upsala! Also, ihr merkt schon selber, die Grundidee ist ganz nett. Gehst du da mal aus dem Weg, du Mistvieh? Die Grundidee ist ganz nett, aber so wirklich ausgereift ist der Spaß noch nicht. Es gibt
noch eine zweite Variante davon. Gleiche Grundidee, etwas umbenannt, jetzt heißt er Tanz auf dem Ball. Wie sah der denn jetzt aus? Der Pilz war hier schon mal versteckt. Na, kleiner Cooperling, krieg ich deinen Ballaballa, danke. Gut, jetzt war ich zu lahm und der Ball ist weg. Da hätte ich ja sogar noch mal die Schalter um... Ach, da oben. Auch gut. Und dann hätte ich mit dem... Das probieren wir noch mal. Autsch. Gut. Jetzt kann ich mich eigentlich gleich wieder umbringen. Gut, also ich glaube, das Förderband unter den Wumpsen ist schon ein bisschen arg gemein. Aber ihr versteht, was der Level von euch will. Ja, und das waren auch schon alle meine unvollendeten Level mit Ausnahme von dem, den ihr halt noch nicht kennen dürft. Ja, und das war ein exklusiver Einblick. Gut. Und was machen wir jetzt noch, weil ich glaube, ein paar Minütchen länger darf das Video schon noch sein. Und deshalb gucken wir nochmal nach beliebten Mario World Leveln aus aller Welt. Beliebt. Und ich will die Gesamtrangliste. Lädst du halt mal ein bisschen schneller. Ah ja, den kennen wir schon. Den kennen wir auch schon. Was war Don't Lose to Swamp? Ich habe ihn wohl schon mal gespielt. Ich habe ihn auch gut gefunden, weil ein Herz hat er von mir gekriegt. Ich kann mich aber gerade nicht wirklich dran erinnern. Und deshalb spielen wir den jetzt. Aus Japan kommt dieser Level.
Ach, der war das. Und jetzt kommt der dicke Wumm. Also, man schafft es hier tatsächlich, indem man einfach nur mit Vollkaracho durchrennt. Aber wenn man sich irgendwo verunsichern lässt und deshalb stehen bleibt, dann hat man's versemmelt. Was gibt's noch für Mario World Level? Switch X Switchen. Scheint ich auch schon mal geschafft zu haben, ein Herz habe ich ihm aber wohl nicht gegeben. Warum nicht? Was war das für ein Level? Auch aus dem wunderschönen Japan? Krampf. Also, das ist auch ein ganz nettes Levelchen, was auf den On-Off-Schaltern basiert. Die waren ja gerade in der Anfangszeit des Super Mario Makers schon recht beliebt, weil die, glaube ich, neu waren. Zu schnell gerannt. Zu schnell gerannt. Ich will ein neues Power-Up. Krieg ich? Dankeschön. Ja, also wie gesagt, in der Anfangszeit des Mario Makers recht beliebt, weil sie neu waren im zweiten Teil. Und deshalb gibt's auch ziemlich viele Level, die da drauf basieren. Mein Schalterpalast ist ja, wie gesagt, auch einer von der Sorte. So, was jetzt? Was jetzt? Ich wollte doch noch springen. Ich bin gesprungen, nur Mario ist nicht gesprungen. Maulwurf, du bist ein Arschloch. So war das nicht geplant, den wollte ich mir eigentlich aufsetzen. Also, auf ein neues. Copyright Clearer. So rum.
so gut. Ja, doch, ich glaube, das sieht verwirrender aus, als es ist. Upa! Also, ich gebe zu, diese Mechanik findet in etwas abgewandelter Variante auch im Switch Palace Verwendung, aber bei mir kommt man leichter hoch. Jo, also die Idee war schon ganz lustig, aber ein Herz war mir das nicht wert, ist es auch heute nicht. Aber damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, arrivederci, bye bye, sayonara, winke, winke und bis dann.